So, meine Freunde, es geht weiter mit der Operation Cobra. Ich bin gespannt. Wir haben den ersten, den D-Day haben wir jetzt schon hinter uns gebracht und machen wir jetzt mal den 25. Juli. Der D-Day ist jetzt 7 Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Achso, ja, Mission starten. Wie Schwierigkeit wählen? Hä? Ist das nicht immer hier voll? Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Läuft irgendwie unflüssig gerade. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Starke. Ach, genug davon. Okay. Was ist mit Lewis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Lewis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! Sehen wir, wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ah, ich hab gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Pike. Ich freue mich auch. Genau, der hat wahrscheinlich gar nichts gehabt. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassmann selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Dass man noch immer die andere Turner tut. Ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Weil sonst würde man nur in die Fresse kriegen. Zumindest viel. So. Okay, erste Station. Wir rücken auf. Na los, na los. Ja, die ganze Nacht den Ort bombardiert. Bitte lass mich fahren. Alter, ich habe schon wieder nichts durchsucht, ne? Ich wette, hier sind wieder Hinweise irgendwo. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja. Das ist ein feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, ha? Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Also ich hätte ja auch gewartet. Gut festhalten! Wird eine harte Fahrt! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Na, wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Hat er euch doch nicht den Spaß überlassen. Unterm Strich. Was ist unter Pearson nicht erlaubt? Weißt du, wieso er dich immer so triebst? Kasserin, pass. Hat meinen Freund verloren. Ja, brach ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Er musste so streng sein. Und seine Männer haben bezahlt. Mission war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Sie haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. War er gefangen? Ich war gerade geschwärzt hat. Hab ich gerade nicht mitgekriegt. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet. Alter, jetzt haut mir den Kopf ein. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du mich. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Ich hab gefuttert. Du hast gerade gefuttert. Scheiße auf Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hä? Wir hatten keine Chance. Das wär's da mit dem offenen Sarg. Das ist jemandes Sohn. Nur ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart. Wie aufregend. Marlene Dietrich. Gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindung. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht mich fertig.
Hört ihr das? Es kommt hierher! Warten Sie, Stugas! Jawoll. Also, Sound ist schon geil, ey. Ey, wir haben noch einen Panzer. Alter, Junge, ey. Ganz krasses Ding, ja. Bajonettangriff ist cool. Das ist Blattfeuer, was wir da hören. Wir müssen einen ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen. MG ist in der Scheune. Alter, ja, Mann. Ruft er gerade mit der Nase? Schau mal, was habe ich denn noch hier für. Ja, Pistole, Alter, was soll ich denn damit machen? Ey, direkt in die Fresse, ne? Nein, leg dich doch hin! Ey, er liegt schon wieder nicht, ne? Da oben! Alter Junge, ich kenne nur in die Fresse. Alter. Ja! Du guckst nur um die Ecke, Alter. Das ist ja wie. Okay, ich habe keinen Verband mehr. Granate! Granate geworfen! Ey, schmeiß die doch mal weiter hier, komm, ja, hau raus. Ja, siehst du. Jawohl, danke. Gleich reinballern. Sprit. Gibt der noch? Wo denn? Fuck. Alter, 1% leben jetzt hier, oder was? Das war's für mich. Nein! Ah, aber es ist doch Veteran, oder nicht hier, ne? Ja, Veteran, siehst du. Es ist ja. Oh, geil, gespeichert. Aber ich hab noch ein Dings hier. Sehr gut gemacht, Victor. Komm, jetzt kann ich hier mal ein bisschen Dauerfeuer machen. Eine Granate habe ich noch. Werfe Granate! Tja, ganz vergessen. Oh. Hat mich erwischt! Da hat einer eine K. Kaling! Alter, scheiß die Wand an. Okay. Ich habe jetzt noch genau diese Waffe hier. Warte, wie ging denn Rauchgranate? Ging es mit H, F? Rauchgranate. Da oben ist, ne? Tastenzuweisung. G. Takt.
Taktikausrüstung E. Das gehört zur Taktik, oder nicht? Rauchgranate geworfen! Da noch einen hin? Oh, fuck, Alter. Was heißt denn da 6 Verbandskasten? Ausrufezeichen. Keine Verbandskästen mehr. Verstehe ich halt. Gewehre bereit! Sie kommen in unsere Richtung! Werfe Granate! Die Granate! Pass mal, Alter. So, M1, müssen wir jetzt verabschieden. Ich drücke jetzt E für eine schöne Rauchgranate. Direkt voraus! E. Granate geworfen! Jawohl, jetzt habe ich es zumindest wunderbar. Wo sind denn eigentlich meine Leute, ey? Das war ehrlich. Mein Gott, ey, ich treffe hier auch gar nicht, ey, gar nicht. Feierabend. 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 Das ist schon geil, Alter. Feierabend. Warum so langsam, wenn ich das erzähle? Stopp! Nein, nein, schnell machen. Scheiß fucking Mücke jetzt hier im Zimmer, ne? Ey, der Sunny-Typ? Duff. Guckt euch mal, wo der Sunny-Typ ist. Was macht denn der da unten, Alter? Was mit ihm? Hab ihn erwischt! Hä? Ach, er hatte sich ergeben, wenn ich irgendwas gedrückt hätte. Da ist die Flagge! Alter, was ist hier der Bär los, ey? Hier sind das nicht fein? Hier
Nordpol. Ich könnte Munition gebrauchen, Sir. Hier, Private. Ew, pack ich ein. Fuck. Werfe eine Rauchgranate! F, nicht E. Alter, 2 von 33, ne? Das ist auch ein Brett. Was ist da hinten? Ey, Moped? Erzähl nicht. Oh, scheiße. Das ist halt kein Battlefield. Komm hier, K raus. Zack. Zack. Was mich mal interessieren würde, woran erkenne ich denn, dass die Deutschen sind? Haben die nicht alle ein Hakenkreuz? Das ist dann alles Deutschkram. Wir brauchen sie an diesem Geschütz!